Herzlich willkommen zur Hocksprungtechnik im Weitsprung, der Absprung. Der ganze Fuß des Absprungbeines wird mit einer aktiv greifenden Bewegung nach hinten unten aufgesetzt. Das Sprungbein ist dabei gestreckt, wobei eine Stemmbewegung zu vermeiden ist. Der Absprung ist explosiv und es kommt zu einer vollständigen Körperstreckung. Die Arme und das Schwungbein werden eingesetzt. Oberschenkel bis in die Waagrechte und Unterschenkel ist fast unter dem Knie. Während des Flugs wird das Sprungbein schnell herangezogen. Die Beine werden direkt angehockt. Der Oberkörper wird recht schnell nach vorne gebeugt. Die Arme schwingen mit zur Erhaltung des Gleichgewichts. Bei der Landung wird der Oberkörper noch weiter nach vorne gebeugt. Die Füße setzen möglichst weit vorne auf. Die Beine geben bei der Bodenberührung in den Knien nach und das Becken wird möglichst weit nach vorne geschoben.